Lieber Hundemensch, lieber Beagle-Besitzer, lieber Jagdhundebesitzer. Jetzt komme ich mal wieder zu meinem Lieblingsthema und zwar das kontrollierte Jagdverhalten. Wir sind mitten in der Brut- und Setzzeit und da ist es überlebensnotwendig für euch, dass ihr euren Hund abrufen könnt. Stellt euch einmal vor, euer Hund würde bis zum Erbrechen selbst gehetzt werden. Das sind enorme Stresssituationen und das möchten wir natürlich dem Wild, was jetzt so in den Wiesen liegt, gar nicht zumuten. Damit eure Hunde aber während der Zeit oder auch sonst trotzdem viel Freilauf und Vertrauen geben könnt und entspannt die Natur mit eurem Hund genießen könnt, denke ich, es ist es von Wert, sich damit zu beschäftigen, damit wir achtsam mit der Natur, mit den Wildtieren und mit uns umgehen. Es erleichtert euch und eurem Hund den Spaziergang ungemein. Denn es reicht leider nicht aus, nur an der Rückrufbarkeit zu trainieren, denn es sind noch ein paar andere Punkte wichtig, die ihr im Alltag und im Zusammenleben mit eurem Hund beachten solltet. Folgende Punkte wird die Folge bzw. folgende Episoden wird dieser Podcast beinhalten. Ich gehe auf die Konsequenz im Alltag, die Ausführung des Jagens und Hetzens verhindern, die körperliche Auslastung deines Hundes, die Alternativbeschäftigung, die Impulskontrolle, das frühzeitige Erkennen und den Rückruf und den Stopp. Fangen wir mit der Konsequenz im Alltag an. Warum? Fragen tun die mich ganz viel, die Kunden, und eine kurze Erklärung dazu. Hunde sind soziale Lebewesen und leben auch in einem Rudel oder Sozialverband. Wie in einer Familie auch, hat meist einer die Hosen an. Sag ich jetzt einfach mal so salopp. Ihr kennt das sicher von der Kindererziehung, da gibt es auch Regeln. Und als ihr Kinder wart und eure Kinder haben sich daran zu halten, was ihr für Regeln gestellt habt. Hier ist ganz klar, dass ihr als Eltern euren Kindern Regeln aufstellt. Beim Hund ist das nicht anders. Überprüft doch einfach mal, wie konsequent ihr bereits im Alltag mit eurem Hund seid. Darf euer Hund sich hinlegen, wo er möchte? Oder hat euer Hund feste Liegestellen wie ein Körbchen oder eine Decke? Hat sich euer Hund vielleicht auch seine Liegestelle selbst ausgesucht? Oder legt euer Hund in seinem Körbchen, wenn er möchte? Oder schickt ihr ihn auf seine Liegestelle? Darf euer Hund sich zu Hause oder im Garten frei bewegen, wie er möchte? Fordert er Streicheleinheiten oder Leckerlis ein, indem er zu euch kommt und euch anstupst? Oder bringt er euch vielleicht sogar ein Spielzeug, wenn er spielen möchte? Denn das sind schon viele Punkte. Wenn ihr die mit Ja beantworten könnt, dann hat dein Hund etwas zu viel Freiheiten und trifft zu viel Entscheidungen. Das wird er dann nämlich auch draußen tun, wenn er wild wittert oder einen anderen Hund oder einen anderen Menschen vielleicht sieht. Dann müsst ihr erstmal im Alltag daran arbeiten, dass der Hund hier nicht zu viel Entscheidungen trifft. Meistens ist es aber bei euch so, wenn es um das Fressen geht, die Futterschüssel stellt ihr ja auch nicht einfach hin. Und so würdet ihr das im Alltag mit den anderen Dingen auch tun. Einfach eine ganz leichte Regel, der Mensch agiert und der Hund reagiert. Das war erstmal meine erste Episode zu meinem Lieblingsthema. Lieber Hundemensch, lieber Beagle-Besitzer, lieber Jagdhundebesitzer, da bin ich mit meinem zweiten Lieblingsthema und zwar zu der Episode Alternativbeschäftigung. Was ist das überhaupt? Wie ihr vielleicht wisst, sind unsere Hunde gezüchtet worden, um dem Menschen bei gewissen Aufgaben zu helfen. Früher hat der Jäger seinen Hund mit auf die Jagd genommen, damit er ihm hilft, Spuren, zum Beispiel Hasenspuren zu verfolgen oder auch Blutspuren, in der Jägersprache Schweißspur, um das angeschossene Wild aufzufinden. Die Retriever zum Beispiel wurden explizit dafür gezüchtet, Enten aus dem Wasser oder auch aus dem Gebüsch zu holen und sie dann dem Jäger zu bringen.
Man nennt das auch Apportieren, nachdem der Jäger sie dann abgeschossen hat. Ein Hütehund, wie zum Beispiel ein Border Collie oder auch ein Australian Shepherd, wurde gezüchtet, damit sie die Schafe hüten und die Herden zusammenhalten. Damit ein Hund nicht mehr Enten, Hasen oder anderes Wild jagt oder aufstöbert, biete ich ihm eine alternative Beschäftigung an. Da gibt es je nach Rasse oder auch Disposition des Hundes viele Möglichkeiten. Einem Retriever zum Beispiel hat Spaß am Apportieren, sprich Bringen eines Gegenstandes wie ein Dummy, Futterbeutel, Ball oder auch sein Lieblingsspielzeug. Ein sogenannter Laufhund, Beagle oder auch eine Bracke, hat Spaß am Verfolgen von Spuren. Hier kann ich den Hunden zum Beispiel Pferdenarbeit oder auch Mantrailing anbieten. Da verfolgen sie bei dem Mantrailing Menschenspuren und bei der Pferdenarbeit eine getretene Fährte über die Füße. Es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten, euren Hund auch auf dem gemeinsamen Spaziergang mit einer alternativen Beschäftigung auszulasten und ihn kontrolliert jagen zu lassen. Und zwar nur, wenn ihr es ihm explizit über ein Signal wie Such, Bring, Apport oder auch Trail, wenn er den Mantrailing-Spur aufnimmt. Und parallel dazu ist es auch wichtig, die Hunde körperlich auszulasten. Das wird nämlich die nächste Episode sein, die körperliche Auslastung. Lieber Hundemensch, lieber Beagle-Besitzer, lieber Jagdhundebesitzer, da bin ich wieder mit meiner Episode 3. Heute geht es um die körperliche Auslastung. Was kann ich da machen? Hier solltet ihr auch schauen, was habe ich für einen Hund und wofür wurde er gezüchtet. Es gibt auch hier mehrere Möglichkeiten. Ihr seid sportlich und joggt, walkt oder geht gerne laufen, dann nehmt euren Hund einfach mit und tut dies gemeinsam. Wenn euer Hund bei euch bleiben kann, könnt ihr ihn gerne ohne Leine gemeinsam laufen lassen. Ansonsten empfiehlt sich ein Jogginggurt und eine Leine mit Rückdämpfer, damit ihr die Hände frei habt und falls euer Hund mal ruckartig ins Gebüsch springt, was er natürlich nicht tun sollte, damit ihr euren Rücken schont. Auch mit dem Fahrrad könnt ihr euren Hund mal richtig schön rennen lassen. Achtet aber darauf, dass hier eher im Gelände fahrt, wo der Untergrund weicher ist, um den Bewegungsapparat eures Hundes nicht allzu sehr zu belasten. Zughundesport wie Canicross oder auch euren Hund vor das Fahrrad, den Roller oder einen sogenannten Dogscooter spannen, bietet sich auch bei vielen Hunden an, wie zum Beispiel den Berner Sennenhund, den großen Schweizer, ein Rottweiler, ein Dalmatiner, ein Labrador-Retriever, weiße Schäferhunde, Weimaraner und die nordischen Rassen wie Husky, Malamut etc. Hier zieht euer Hund euch und er läuft vor euch. Ihr benötigt ein Zughundegeschirr, ein Bauchgurt und eine Leine mit Rückdämpfer. Hier achtet bitte darauf, dass ihr euch an einen professionellen Trainer wendet, da es enorm wichtig ist, dass ihr Hund nicht überlastet wird. Er kann euch am besten sagen, welcher Zughundesport für euch als Mensch- und Hund-Team das Richtige ist. In der Regel darf der Hund das dreifache Gewicht von sich ziehen. Bei mir wird das schon schwierig. Meine Beagles wiegen ca. 15 Kilo und das dreifache Gewicht wäre hier 45 Kilo. Da bringe ich schon ein bisschen mehr auf die Waage. Ich müsste dann beide Beagles davor spannen. Also da müsst ihr einfach ein bisschen schauen. Schauen wir mal, ob ich das nochmal tue. Im Moment bin ich eher nicht der Freund vom Joggen oder vom Laufen, denn ich mache dann lieber das Mantrailing, Dummy-Training oder auch die Nasenarbeit auf dem Spaziergang, weil mir das viel Spaß macht. Ich wünsche euch viel Spaß bei der körperlichen Auslastung und ja, als nächstes kommt dann die nächste Episode, die nehme ich aber nochmal separat für euch auf. Bis dahin. Lieber Hundemensch, lieber Beagle-Besitzer, lieber Jagdhundebesitzer. Eines meiner nächsten Lieblingsthemen, die Episode Ausführung von selbstständigen Jagen verhindern und frühzeitiges Erkennen. Sehr wichtig. Jagen ist leider selbstbelohnend und damit sich euer Hund nicht selbst belohnt, ist es immer wichtig, dass ihr die Ausführung verhindert. Wenn euer Hund jagen gegangen ist, beziehungsweise euch selbstständig abgehauen ist,
bietet sich eine Schleppleine an. So könnt ihr euren Hund je nach Länge trotzdem Auslauf und Bewegung bieten, verhindert aber, dass ihr Hund allein jagen geht. Wichtig hierbei ist, dass ihr lernt, die Körpersprache eures Hundes zu lesen, damit ihr frühzeitig erkennt, wann euer Hund jagen geht, um ihn rechtzeitig vorher abzurufen. Denn wenn ihr die Körpersprache lesen könnt, könnt ihr euren Hund auch rechtzeitig abrufen, sodass er keinen Erfolg hat. Wenn euer Hund bereits auf einer Fährte ist und juchzend Spurlaut oder Sichtlaut abgibt und dem Wild hinterherhetzt, werdet ihr euren Hund wahrscheinlich nicht zurückrufen können. Also ich kann meine Beagles, wenn die Spurlaut abgeben, sind auf der Spur, nicht mehr abrufen, dann sind sie einfach weg. Ich muss die halbe Sekunde schneller sein und dann habe ich eine Chance, wenn ich einen guten Rückruf aufgebaut habe, dass meine Hunde zurückkommen. Also immer schön euren Hund von der Körpersprache her beobachten. Ist euer Hund ein Sicht- oder Nasenjäger oder gar beides, dann je nach Rassedisposition könnt ihr verschiedene Trainingsansätze auswählen. Zum Beispiel bei einem Vorstehhund wie dem Weimaraner oder einem Deutsch-Kurzhaar oder auch Drahthaar kann ich das Vorstehen nutzen, um erstmal ein Stoppsignal zu trainieren, um den Hund dann besser abzurufen. Genau wie bei der alternativen Beschäftigung ist es auch hier wichtig, mit welcher Rasse habe ich es zu tun und welche Punkte der Jagdkette zeigt der Hund. Denn ich habe zum Beispiel zwei Beagles. Der eine lässt sich gerne sofort abrufen, ist jetzt kein Vorsteher. Und der andere, den kriege ich besser zurück, wenn ich dem aus dem Verhalten oder aus dem Hetzen ein Stoppsignal gebe. Also da einfach auch schauen, da kann ich kein Allgemeinrezept geben. Das ist leider auch wieder je nach Hund. Da schaut einfach, was euer Hund anbietet und dann schauen und verhindern. Das war es erstmal zum Thema selbstständiges Jagen verhindern und frühzeitiges Erkennen. Es geht in der nächsten Episode dann weiter mit der Impulskontrolle. Lieber Hundemensch, lieber Beagle-Besitzer, lieber Jagdhundebesitzer, da bin ich wieder mit einer weiteren Episode der Impulskontrolle, sprich bewegende Reize, dass der Hund es lernt auszuhalten. Es ist für Hunde immer schwierig, bewegende Reize auszuhalten. Das Reh springt aus dem Gebüsch und euer Hund möchte hinterherhetzen. Auch dies könnt ihr trainieren, dass euer Hund lernt, diese Reize auszuhalten. Hier trainiere ich gerne mit der Reizangel oder aber mit Apportiergegenständen, wie zum Beispiel einem Dummy, einem Spielzeug oder auch dem Futterbeutel. Bevor ihr jedoch mit der Bewegung beginnt, solltet ihr euren Hund erst einmal beibringen, dass er stehen bleibt bzw. ein Signal Stopp lernt. Dann fangt ihr langsam an, mit bewegenden Reizen zu trainieren. Und das kann anfangs zum Beispiel sein, dass ihr euren Hund absetzt, ihr entfernt euch von ihm und legt langsam einen Futterbeutel oder ein Spielzeug aus. Viele Hunde reagieren schon, wenn ihr euch mit einem spannenden Reiz, zum Beispiel einem Futterbeutel, von ihm entfernt. Das sind erste kleine Übungen, die ihr täglich üben könnt, damit euer Hund lernt, bewegende Reize auszuhalten und nicht gleich hinrennt oder auch hinter euch hinterher rennt. Ein Tipp zur Reizangel. Die Reizangel ist ein tolles Trainingsgerät, wenn ich damit richtig umgehe. Bitte achtet hier darauf, dass der Gegenstand, der an der Reizangel hängt, nicht zu schwer ist und dass ihr die Reizangel nie über dem Kopf des Hundes bewegt. Ein Hase springt ja auch nicht über euren Hund. Er würde eher Haken schlagen. Trainiert aber bitte auch mit der Reizangel auf möglichst weichem, ebenem Untergrund, zum Beispiel Rasen. Gerne könnt ihr euch bei mir auch ein Trainingsvideo mal anschauen. Den Link bekommt ihr über meine Homepage, beziehungsweise ihr könnt mich auch einfach gerne anschreiben, dann schicke ich euch den Link zu. Ja, das war es erstmal zur Impulskontrolle, zu den bewegenden Reizen. Lieber Hundemensch, lieber Beagle-Besitzer, lieber Jagdhundebesitzer, jetzt komme ich zu der Episode Rückruftraining und Stopp.
Das ist das, wo ihr sicherlich gedacht habt, das reicht aus. Natürlich reicht es leider nicht aus. Einen Rückruf baue ich in der Regel erst einmal in reizarmer Umgebung, zum Beispiel bei mir zu Hause im Wohnzimmer, anfangs auf. Ich trainiere anfangs auch immer ohne Ablenkung und Reize und dann fange ich mit leichten Ablenkungen und Reizen an. Wenn ihr bereits ein Signal benutzt habt, wo der Hund gelernt hat, erst nach dem dritten oder vierten Mal zu kommen, empfehle ich, ein neues Signal aufzubauen und den Rückruf noch einmal neu zu trainieren. Einen Rückruf über die Pfeife aufzubauen ist immer sinnvoll, denn die Pfeife hat einen Vorteil, dass sie emotionslos ist. Viele Hundebesitzer sind genervt, wenn der Hund nicht gleich kommt und das merkt der Hund und ist dann oft nicht mehr so motiviert, zurückzukommen. Denn es ist wichtig, immer ruhig und freundlich euren Hund einzuladen, zu euch zu kommen. Das macht nämlich schon einen wesentlichen Unterschied. Trainiert, wie erwähnt, anfangs ohne Ablenkung und wenn euer Hund nicht gerade mit der Nase am Boden schnüffelt, gerade wenn er in der pubertären Phase ist, dann könnt ihr rufen, bis der Arzt kommt. Er wird wahrscheinlich seinen Kopf nicht heben. Anfangs ist der Geruch dann doch noch spannender und euer Hund wird vielleicht nicht kommen. Achtet bitte wirklich darauf, dass euer Hund schon in eure Richtung schaut und ruft oder pfeift erst dann. Steigert bitte langsam die Reize und trainiert nicht gleich auf einer Hasenwiese oder in einem wildreichen Gebiet. Die meisten Hundebesitzer machen sich selbst das Training in der Situation nämlich zu schwer und dann gibt man zu früh auf und der Hund lernt, ich komme dann halt einfach nicht. Und sollte er mal nicht kommen, wenn ihr trainiert, dann sammelt ihn einfach kommentarlos ein und als Konsequenz kriegt er dann einfach keinen Freilauf mehr. Denn auch das lernt der Hund, weil er denkt, Moment mal, wieso darf ich denn jetzt nicht mehr freilaufen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Na klar hat er was gemacht, er ist nicht gekommen. Ne? Also es muss eine Konsequenz erfolgen, sonst lernt der Hund auch in der Situation nichts. Ja, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Lieber Hundemensch, lieber Beaglebesitzer, lieber Jagdhundebesitzer. Was mache ich, wenn mein Hund trotzdem nicht kommt und jagt? Was ist dann? Es gibt Hunde mit einem sehr ausgeprägten Jagdtrieb, wo auch ich mit viel, viel Training den Hund nicht vom Jagen abhalten kann. Dann ist nur anzuraten, dass der Hund an der Schleppleine geführt wird und ihr hier konsequent die Ausführung verhindert. Gerade Hunde, die aus dem Tierschutz, aus Jägerhand kommen und aussortiert wurden, haben oft eine sehr hohe ausgeprägte jagdliche Motivation durch den frühen Jagderfolg. Und die ha Hunde lassen sich nicht immer auf das angebotene Alternativverhalten ein. Hier muss man schauen, wie weit man mit einem Training kommt. Da gibt es dann nur zwei Alternativen. Ein Leben lang Spaziergänge mit Schleppleine oder gegebenenfalls eine Korrektur, wenn diese ethisch und moralisch vertretbar ist. Da Jagen ein normales Verhalten von Hunden ist, verbiete ich ja durch eine Korrektur ein artgerechtes Verhalten. Eine Korrektur kommt nur in Frage, wenn der Hund mit dem Menschen kooperiert und in vielen Situationen ansprechbar ist. Hier lasst euch auch bitte unbedingt von einem erfahrenen Trainer helfen, der beurteilen kann, ob eine Korrektur sinnvoll ist oder nicht. Wenn ja, baut die Korrektur gemeinsam mit dem Trainer auf. Die Korrektur sollte er dann auch durchführen. Bitte macht hier keine Selbstversuche, es schadet am Ende nur eurer Beziehung zum Hund. Er soll euch schließlich vertrauen und sich an euch orientieren und nicht denken, naja, jetzt korrigiert die mich, dann mache ich mal erst recht, was ich will. Tut mir bitte den Gefallen. Und ganz zum Schluss wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Training und beim gemeinsamen kontrollierten Jagen mit eurem Hund und schaut, dass ihr Spaß an den Alternativbeschäftigungen wie Mentrailing, Apportiertraining, Suche nach kleinsten Gegenständen, Pfirtenarbeit oder auch Keksen suchen habt. Nutzt die Möglichkeit, euren Hund viel Freiraum und Vertrauen einzuräumen, wenn ihr die Punkte Konsequenz im Alltag, die Ausführung des Jagens verhindern
und das Jagen frühzeitig erkennen, ihm eine körperliche